Ich heiße Alexandra. Meine Pronomen sind Sie. Heute sehe ich mich ganz klar als nicht-binär. In welchen Bereichen deines Lebens bist du denn geoutet und in welchen eher nicht? Also im Moment bin ich eigentlich komplett geoutet. Ich habe bis vor kurzem als Weintechnologin beim Badischen Winzerkeller in Breisach gearbeitet. Das war auch die erste Arbeit, bei der ich mich sofort... Also geoutet ist schwer zu sagen. Ich hatte noch alte Unterlagen auf meinen alten Namen, die ich aber unbedingt mit einreichen wollte bei der Bewerbung. Das heißt, ich habe ein Schreiben mit eingereicht, in dem ich mich geoutet habe und auch gebeten habe, diese Unterlagen auf den alten Namen anzuerkennen. Und trotz dessen ist nie was passiert. Ich wurde bei meinem Bewerbungsgespräch nicht darauf angesprochen. Ich wurde später von Kollegen nie darauf angesprochen. Ich war also theoretisch zumindest der Personalabteilung gegenüber geoutet. Aber anderen Menschen gegenüber war ich einfach ich. Das heißt, ein Outing war dort gar nicht wirklich notwendig. Und genauso halte ich es eigentlich mit allen anderen Bereichen, jetzt an der Uni oder im Privatleben. Ich sehe keinen Grund, mich zu outen, außer zum Beispiel im Englischen, wo ich dann einfach auch gerne mal darum bitte, ob das Pronomen they okay ist. Und dann kommen natürlich auch Fragen bezüglich, warum willst du dieses Pronomen? Aber ansonsten habe ich eigentlich im Moment nicht das Gefühl, dass ich mich outen muss, sondern ich trete einfach gegenüber anderen Menschen als ich auf. Und wenn eine Frage kommt, dann beantworte ich diese natürlich und dann würde ich mich auch ohne Probleme outen. Ich habe damit schon länger keine Probleme mehr, also es belastet mich nicht. Aber ich sehe keinen Grund, mich von mir aus zu outen, außer ich möchte zum Beispiel über ein sehr transspezifisches Thema reden, wo es dann vielleicht besser ist, wenn ich sagen kann, hey, es betrifft mich auch ganz persönlich und wenn ich von Erfahrungen spreche, dann sind das auch meine Erfahrungen.